Hallo Internet. Heute geht es um den All-Crimes-Ansatz bei der Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche. Warum? Die EU-Geldwäscherichtlinie wurde verschärft. Es wurden neue Straftatbestände aufgenommen und diese Richtlinie war zum Dezember letzten Jahres umzusetzen. Deswegen hat das Justizministerium einen neu gefassten Tatbestand der Geldwäsche für Paragraph 261 Strafgesetzbuch vorgelegt. Und der enthält den All-Crimes-Ansatz. Also der Vortatenkatalog, der früher da drin war, wird künftig wegfallen. Und damit eignet sich jede Straftat als Vortat von Geldwäsche. Kommt jetzt auf die Verpflichteten eine Meldeflut zu? Müssen künftig auch Bagatellen gemeldet werden, die über den Vortatenkatalog ausgefiltert worden wären? Was ist sonst noch zu beachten? Im nachfolgenden Video gibt es die Antworten. Im ersten Schritt erkläre ich, wie der All-Crimes-Ansatz in das Strafrecht eingebaut wird. Dann gebe ich eine Abschätzung, was das für die Wirtschaft bedeutet und Tipps und Impulse für die praktische Umsetzung. Ich bin Rechtsanwalt Andreas Trapp. Ich berate im Compliance-Risikomanagement. Worum geht es bei der Umsetzung? Was verlangt die EU-Richtlinie? Die EU-Richtlinie hat gewisse Erweiterungen im Vortatenkatalog verlangt und, sehr wichtig, die Strafschärfung für Geldwäsche durch Verpflichtete selbst. Es geht also um Repression, es geht um die verbesserte strafrechtliche Verfolgung. Und dazu gehört, dass Täter gut verurteilt werden können und dass ihr Vermögen, das sie durch die Straftaten erlangt haben, eingezogen werden kann. Worum geht es nicht? Das Geldwäschegesetz als solches, das die Prävention der Verpflichteten regelt, wird nicht verändert. Was ist das Problem bei der Geldwäsche? Das Problem bei der Geldwäsche ist, dass es dort um erhebliche Vermögenswerte geht. Das ist der große Wirtschaftszweig der organisierten Kriminalität in Deutschland. Um die Bekämpfung der Geldwäsche zu verbessern, hat die Justizministerin Christine Lambrecht Änderungen im Strafrecht vorgeschlagen. Wir weiten den Geldwäscheparagraphen aus wie folgt. Bisher ist es nötig, dass das Geld aus ganz bestimmten Straftaten stammt. Und das wollen wir ändern. In Zukunft soll gelten, ganz egal, aus welcher Straftat Vermögen erlangt wird, wer dieses Vermögen wäscht, der macht sich strafbar. Punkt. Und das ist der All-Crimes-Ansatz in der Geldwäschebekämpfung. Wir wollen die Geldwäsche zu einem wirklich scharfen Schwert gegen organisierte Kriminalität und gegen Verbrechen umgestalten. Und das haben wir mit diesem Gesetz geschafft. Wir erleichtern die Strafverfolgung und wir erleichtern die Abschöpfung von inkriminierten Vermögen. Auf den zweiten Punkt, auf den Dr. Lutschak von der CDU-CSU hinweist, die erleichterte Abschöpfung von gewaschenem Geld, kommen wir noch zurück. Die alte Rechtslage bei der Strafbarkeit stellt Dr. Fechner, SPD, dar. Bislang war eine Strafbarkeit wegen Geldwäsche nur dann möglich, wenn eine ganz bestimmte Straftat, die im Gesetz in einem Katalog abschließend geregelt waren, strafbar. Und dafür gab es, wie gesagt, den Katalog. Und nur wenn eine solche Straftat erfüllt war, konnte sich der Täter wegen Geldwäsche strafbar machen. Und genau an dieser Stelle setzen wir an, wo nämlich die ganze Zeit wahnsinnig viel Aufwand betrieben werden muss, weil ich eine ganz konkrete Straftat aus diesem Straftatenkatalog nachweisen können muss, um überhaupt weiterzukommen. Gehen wir jetzt ein ganzes Stück weiter und sagen, nein, es genügt jede rechtswidrige Haupttat und damit wird umgekehrt ein Schuh draus. Wir tun nämlich den Aufwand für die Strafverfolgungsbehörden erheblich reduzieren. Ich fasse zusammen, worum es geht. Die Bekämpfung der Geldwäsche durch Polizei, Staatsanwaltschaften und Gerichte soll effektiver und effizienter werden. Und dazu wird die Strafbarkeit ausgeweitet. Ja, schauen wir uns den Straftatbestand der Geldwäsche an. Und fangen wir dabei dann mit dem Tatobjekt, dem Gegenstand, der aus einer rechtswidrigen Tat herrührt, an. Und das kann sein entweder ein Tatertrag, ein Tatprodukt, ein Surrogat oder, und das ist sehr, sehr wichtig, auch das Surrogat vom Surrogat. Im zweiten Schritt müssen wir uns die Tathandlungen angucken. Also was muss man tun, um Geldwäsche zu begehen? Hier gibt es im Gesetz 4 Varianten. Nummer 1, das Verbergen. Nummer 2, das Umtauschen, Übertragen, Verbringen. Nummer 3
ist das sich verschaffen und Nummer 4 das Verwenden oder Verwahren. Die Tatbestände 3 und 4 kann man für sich selber verwirklichen oder für einen Dritten. Bei dem Tatbestand Nummer 2 kommt ein subjektives Element hinzu. Und das ist die Vereitelungsabsicht. Hier geht es darum, das Auffinden, Einziehen oder die Ermittlung der Herkunft zu vereiteln. Ich glaube, hier wird schon klar, dass relativ normale Verhaltensweisen im Alltag Geldwäsche, Tatbestände erfüllen können. Im Absatz 2 gibt es dann noch eine weitere Möglichkeit, Geldwäsche zu begehen. Und die bezieht sich nicht auf Vermögensgegenstände, sondern auf Tatsachen. Und zwar Tatsachen mit Bedeutung für das Auffinden, das Einziehen und die Ermittlung der Herkunft. Und hier geht es, ähnlich wie bei Absatz 1 Nummer 2, um eine gewisse Verdunklungsabsicht. Hier geht es darum, die Tathandlung ist auch so definiert, um das Verheimlichen oder Verschleiern. Weil die Geldwäsche im Grunde genommen also nicht nur den Täterlohn oder das Tatprodukt oder das erste Surrogat ergreifen soll, muss es auch eine Möglichkeit geben, wie man aus der Nummer rauskommt. Denn sonst wäre ja das gesamte im Umlauf befindliche Vermögen einer Volkswirtschaft irgendwann inkriminiert. Und hier geht es darum, also die Ausnahme ist bei den Tatvarianten Nummer 3 und 4, dass es nicht durch einen Dritten zuvor erlangt worden ist, dieser Vermögensgegenstand, ohne dass der hierdurch eine Straftat begangen hat. So, aber diese Straftat kann auch Geldwäsche sein. Und wichtig ist als negatives Tatbestandsmerkmal auf der subjektiven Seite bei Nummer 4, der Täter darf nicht gutgläubig gewesen sein. Aber bei der Geldwäschebekämpfung geht es nicht nur um die Bestrafung von Geldwäschern. Man muss ihnen auch den Verbrechenslohn wegnehmen. Vermögenswerte, die aus Drogenhandel, aus Raub und Erpressung oder irgendeiner anderen Straftat stammen, haben einen Makel. Und solange sie diesen Makel mit sich tragen, dürfen sie nicht Teil des ehrlichen Wirtschaftslebens sein oder werden. Es darf nicht angehen, dass illegale Vermögenswerte benutzt werden zum Kauf von Immobilien, Kunstwerken, Schmuck oder Autos. Es darf nicht angehen, dass mit illegalen Vermögenswerten legale Geschäfte finanziert werden. Über welche Größenordnung reden wir hier eigentlich? Zum Beispiel haben wir jedes Jahr so Schätzungen, 100 Milliarden Euro, über 100 Milliarden Euro, die in Deutschland gewaschen werden. Und die FIU berichtet von 350.000 Verdachtsmeldungen pro Jahr. 350.000 Verdachtsmeldungen, das ist schon eine ganze Menge. Wie viel kriminelles Vermögen daraufhin abgeschöpft werden konnte, weiß Susanne Mittag, SPD. Bislang konnten wir von den jährlich schon erwähnten 100 Milliarden geschätzt kriminell erwirtschaftetem Geld nur einen Bruchteil unter 1% sichern. Das wird auch von den Ermittlungsbehörden in Italien bemängelt. Dies muss sich ändern, und das Gesetz gibt den Sicherheitsbehörden dazu bessere Handlungsmöglichkeiten. Sie kamen bisher mit der gesetzlichen Regelung nicht weiter. Die Abschöpfung von inkriminiertem Vermögen wird deshalb erleichtert. Wir stellen ausdrücklich klar, dass die Einzahlung illegaler Gewinne auch dann eingezogen werden, auch dann stattfinden kann, wenn die illegalen Gelder nicht an den Täter selber, sondern an einen bösgläubigen Dritten ausbezahlt wurden. Auch das eine ganz wichtige Regelung. Und schließlich stellen wir klar, dass auch umgewandeltes Vermögen, also wenn etwa mit dem aus einem Banküberfall erbeuteten Geld eine Immobilie gekauft wird, dass auch hier eine Vermögensabschöpfung stattfinden kann. Die Abgeordnete von Bündnis 90 Grüne, Kanan Bayram, gab schon in der ersten Lesung im November ein besonders drastisches Beispiel, warum die Einziehung von Surrogaten wichtig ist. In Berlin stellt sich heraus, dass allein eine kriminelle Gruppierung mindestens 28 Millionen Euro dreckiges Geld aus illegalen Geschäften in Immobilien investiert hat. Und obwohl die Behörden daraufhin ganze 77 Immobilien beschlagnahmt haben, konnten die noch weiterhin über einen Strohmann die Mieten kassieren. Man muss sich vorstellen, Menschen zahlen ihre Miete und denken, dass sie dafür etwas bekommen. Und in Wirklichkeit wird mit diesen Mieten
ja, schlimmste Kriminalität finanziert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das muss sich ändern. Der All-Crimes-Ansatz verbessert die strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche, indem er erstens Geldwäscher schneller bestraft und zweitens ihr Vermögen einfacher einziehen lässt. Wie ist die Neuregelung zu bewerten? Also in den Konsultationen war das Echo durchaus gemischt. Die Strafverfolgung, also die Kriminalpolizei, die Staatsanwaltschaften und die Gerichte, die haben gesagt, okay, der All-Crimes-Ansatz, das ist positiv zu sehen, eher noch zu lasch. Die Wissenschaft, also Professoren, sagten, kann sein, dass wir ein Problem mit der Bestimmtheit haben. Also dieser Tatbestand der Geldwäsche war schon immer ziemlich konturlos. Und dadurch, dass man jetzt auch noch die Vortaten weglässt und damit im Grunde genommen jede beliebige Bagatellstraftat Vortat für die Geldwäsche sein kann, kann man praktisch mit dem Mittel der Geldwäsche alles bestrafen. Also die Wissenschaft sieht das verfassungsrechtlich kritisch. Die Wirtschaft hat sich über den Erfüllungsaufwand beklagt, hat einfach gesagt, das Ministerium in der Gesetzesvorlage unterschätzt den Erfüllungsaufwand. Nur, dass ich am Geldwäschegesetz nichts ändere, heißt noch lange nicht, dass man da nichts tun muss. Und die Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer halten die Änderung auch für problematisch. Und das sind nicht nur die Strafverteidiger. Aber nehmen wir doch mal einen anderen Blickwinkel ein. Die letzte Evaluation, die letzte internationale Bewertung der Geldwäsche Bekämpfung in Deutschland durch die FATF fand im Jahr 2010 statt. Und die sagten, es gibt zu wenig Verurteilungen von Geldwäsche in Deutschland. Und deswegen standen wir schlecht da. Aktuell läuft die Nachschauprüfung, also eine weitere Evaluation der FATF. Und was ich höre, ist, dass wir da nicht viel besser geworden sind. Die Nerven liegen blank. Die politische Stimmung ist übrigens eindeutig. In den ganzen Beratungen, ich habe mir ganz viele Protokolle auch angeschaut, es war niemand für Geldwäsche. Alle sagen, das muss bekämpft werden. Es gibt überhaupt keinen, der Sympathie für Geldwäsche hat. Gut für die Gesellschaft, schlecht für die Mafia. Aber was bedeutet der All-Crimes-Ansatz für die Unternehmen? Dr. Martens, FDP, spricht die Stellungnahme der Zahlungsverkehrsabwickler im Konsultationsverfahren an. Beim Entfall eines Vortatenkataloges sie gezwungen wären, jede nicht normal ablaufende Banktransaktion, zum Beispiel im Fall von Rücklassschriften, als möglichen Verdachtsfall anzusehen und der FIU zu melden. Dies würde, so die Zahlungsvermittler, bedeuten, dass man rund 1,6 Millionen Verdachtsmeldungen pro Jahr avisiert. Der Abgeordnete Dr. Fechner sprach von 350.000 Verdachtsmeldungen aktuell. Und dazu kommen 1,6 Millionen aus dem Zahlungsverkehr, also insgesamt fast 2 Millionen. Das ist mehr als das Fünffache. Der Abgeordnete Alexander Hoffmann, CDU/CSU, sieht darin aber kein Problem. Und wenn Sie da zum Beispiel sich den Bankbereich angucken, dann muss man feststellen, dass heute schon in dieser Größenordnung regelmäßig Verdachtsfälle gemeldet werden, doch im Bankenbereich. Es ist nämlich so, wenn Sie heute als Privatmann, schauen wir doch der Realität ins Auge, wenn ich als Privatmann baue und ich tue in großer Anzahl große Zahlungen vornehmen an Handwerker, an das Bauunternehmen, dann gibt es selbstverständlich eine bankinterne Kontrollmitteilung, wo erklärt werden muss, warum werden dort solche Summen bewegt. Also 100% überzeugt mich diese Antwort nicht. Die aktuell 350.000 Verdachtsmeldungen kommen ja zum Großteil von den von Herrn Hoffmann angesprochenen Banken. Die 1,6 Millionen aus dem Zahlungsverkehr wären also on top. Aber eins ist unbestreitbar. Der Gesetzgeber rechnet mit mehr Verdachtsmeldungen. Was kommt auf Verpflichtete zu? Dazu kommen wir jetzt. Im Grunde genommen gibt es das Thema Risikoanalyse. Es gibt dort Anpassungsbedarf wegen des All-Crimes-Ansatzes. Es kann sein, dass man die Gruppenrisikoanalyse anpassen muss und wir müssen über die Sicherungsmaßnahmen nach § 6 Geldwäschegesetz kurz reden, also um die Grundsätze, Verfahren und Kontrollen, gegebenenfalls gruppenweit, um die Fortentwicklung von Maßnahmen zur Verhinderung des Missbrauchs für Geldwäsche, um die Zuverlässigkeitsprüfung der Mitarbeiter. Wir müssen über die Unterrichtung und Schulung von Mitarbeitern reden und, ja,
auch über eine gegebenenfalls unabhängige Überprüfung, zum Beispiel durch den Abschlussprüfer. Okay, All-Crimes-Ansatz. Was müssen wir in der Risikoanalyse beachten? Das Wichtigste ist, die alten Risikoanalysen, die auf die Anlage 1 und 2 zum Geldwäschegesetz mit den Risikofaktoren abgestellt haben, die muss man sich wirklich genau angucken. Und zwar deshalb, weil das alte Geldwäschegesetz sich bemüht hat, die Katalogtaten, die international mit Geldwäsche belegt sind, zu entdecken. Also Drogenhandel, Menschenhandel, Terrorismusfinanzierung, sowas. In dem All-Crimes-Ansatz wird aber jetzt jede Bagatellstraftat relevant und kann zu einer Geldwäsche führen. Und mit Bagatellstraftaten, die kommen nicht nur aus dem Kernstrafrecht, Diebstahl, Betrug, sowas, sondern natürlich auch aus dem Nebenstrafrecht, dem Wirtschaftsstrafrecht, und auch alle Fahrlässigkeitsdelikte sind umfasst. Ich glaube, dass das Geldwäscherisiko durch die Einbeziehung niedrigschwelliger Kriminalität steigen muss. Und die Fragestellung ist für den Unternehmer, kann ich mit hinreichender Sicherheit ausschließen, dass mein Vertragspartner Vermögensgegenstände aus strafbaren Handlungen einsetzt? Um das beurteilen zu können, muss man im Grunde genommen nicht nur die für das eigene Unternehmen geltenden Vorschriften kennen, verstehen und anwenden, sondern man muss auch die Vorschriften des Vertragspartners kennen, Umweltrecht. Und besonders schwierig wird das bei grenzüberschreitenden Sachverhalten. Darauf weist die Wirtschaft ja auch in der Diskussion ums Lieferkettengesetz hin. Okay, ein weiterer Baustein ist der Kundenannahmeprozess. Der ist seit der Novelle des Geldwäschegesetzes im Jahr 2017 auch risikobasiert. Also setzt nicht auf starre Faktoren auf, sondern anhand der Risikoanalyse auszugestalten. Also ein höheres Geldwäscherisiko führt automatisch zu verstärkten Sorgfaltspflichten nach § 15 Absatz 2 Nummer 1 Geldwäschegesetz. Und das bedeutet im Mindestmaß, also wenn nichts anderes noch dazukommt, Zustimmung eines Mitglieds der Führungsebene, angemessene Maßnahmen, mit denen die Herkunft der Vermögenswerte bestimmt werden kann und verstärkte kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehungen. Klar, der risikobasierte Ansatz gab es bisher auch her, dass bei einem geringen Risiko der Geldwäsche auch die vereinfachte Sorgfaltspflichten zur Anwendung kamen. Hier muss ich deutlich darauf hinweisen, nach § 10 Absatz 1 Nummer 2 Geldwäschegesetz vor der Anwendung von vereinfachten Sorgfaltspflichten müssen sich die Verpflichteten vergewissern, dass auch tatsächlich von einem geringen Risiko der Geldwäsche auszugehen ist. Und das führt dann natürlich schon zur Frage, muss ich jetzt künftig, wenn praktisch im All-Crimes-Ansatz alles Geldwäsche sein kann, dann auch davon ausgehen, dass ich praktisch nur noch verstärkte Sorgfaltspflichten anwende. Und vergessen wir eins nicht, die Dokumentationspflicht nach § 8 Absatz 1 Nummer 2 Geldwäschegesetz. Ich muss auch immer begründen können, warum ich welches Level an Sorgfaltspflichten anwende. Mitarbeiter. Mitarbeiter sind für Compliance wichtig und für Geldwäsche Compliance umso mehr. Und hier haben wir zwei wesentliche Themengebiete. Themengebiet 1, Schulung. Klar, Geldwäschegesetz verlangt, dass ich die Mitarbeiter in Typologien und aktuellen Methoden der Geldwäsche schule. Sie müssen die einschlägigen Vorschriften kennen, sie müssen ihre Pflichten kennen. Ja klar, und ich muss über die internen Grundsätze, Verfahren und Kontrollen, also die Risikostrategie, den Know-Your-Customer-Prozess und die Meldepflichten geschult haben. Und hier ist offensichtlich die Änderung des zentralen § 261 Strafgesetzbuch löst Schulungsbedarf aus. So, zweiter Punkt, nicht ganz so offensichtlich, die Zuverlässigkeit. Was Zuverlässigkeit heißt, ist in § 1 Absatz 20 Geldwäschegesetz definiert. Und danach muss der Mitarbeiter Gewähr dafür bieten, dass er die Pflichten im Geldwäschegesetz, die sonstigen geldwäscherechtlichen Pflichten, Strategien, Kontrollen und Verfahren sorgfältig beachtet, das alles einhält. Er muss die interne Meldepflicht, die zur Erfüllung der Meldepflicht nach § 43 Absatz 1 Geldwäschegesetz dann führt, einhalten. Und jetzt kommt der Hammer. Er darf sich weder aktiv noch passiv an zweifelhaften Transaktionen oder Geschäftsbeziehungen beteiligen. Erinnern uns? Das kommt aus einer Welt, in der es eben darum ging, Mafia, Drogengeld, Terrorismusfinanzierung. Im All-Crimes-Ansatz
ist das im Grunde genommen jeder. Und damit nicht genug. Gucken wir uns noch was an, was im Geldwäschegesetz drinsteht. Die leichtfertige Geldwäsche nach § 261 Absatz 6 Strafgesetzbuch. Das wollte man eigentlich abschaffen, also im Referentenentwurf aus dem Herbst letzten Jahres stand drin, dass weil man zum All-Crimes-Ansatz übergeht, dann will man als Ausgleich dafür die Möglichkeit, Geldwäsche leichtfertig zu begehen, entfallen lassen. Dagegen hat man sich im parlamentarischen Verfahren ausgesprochen und das bedeutet, leichtfertige Geldwäsche bleibt weiterhin strafbar. Und weil wir auf der einen Seite sagen, wir erweitern den Tatbestand, wollen wir natürlich nicht auf der anderen Seite all das, was wir erreicht haben, wieder zunichte machen. Und deswegen haben wir das, was ursprünglich mal im Gesetzentwurf vorgesehen war, nämlich die leichtfertige Geldwäsche wieder abzuschaffen, haben wir das jetzt im parlamentarischen Verfahren wieder herausgenommen. Auch die leichtfertige Geldwäsche wird zukünftig strafbar bleiben. Und das macht vor allen Dingen ein Problem bei den Delikten Nummer 3 und Nummer 4, also dass man sich ein Tatertrag, ein Tatprodukt, ein Surrogat oder das Surrogat des Surrogats, also wir denken an das Beispiel Mieten, ja, Mieten von einem Objekt, das die Mafia gekauft hat, Surrogat des Surrogats, dass man sich das für sich selbst oder für einen Dritten verschafft, verwendet oder verwahrt. So, klar, wenn dieses Geld dann irgendjemand anderes vorher erlangt hat, ohne dadurch eine Straftat zu begehen, keine Geldwäsche begangen hat oder so, dann bin ich wieder raus. Aber wie kann ich denn so etwas erlangen in einem All-Crimes-Umfeld? Ich meine, das ist eben der Punkt. Was heißt hier eigentlich leichtfertig? Leichtfertig handelt, wer die dubiose Herkunft der Vermögensgegenstände besonders gleichgültig gegenübersteht oder grob unachtsam ist. Wer leichtfertig davor die Augen verschließt, dass Geld aus kriminellen Machenschaften kommt, wer hilft dabei, es zu waschen, der wird sich nicht mehr zukünftig zurücklehnen können, sondern er wird auch zukünftig bestraft werden können. Und das war ungemein wichtig, weil es so schwer gewesen wäre, den Vorsatz in diesen Konstellationen nachzuweisen. Und deswegen ist es gut, dass die Leichtfertigkeit an dieser Stelle erhalten bleibt. Das ist tatsächlich ein Riesenrisiko, vor dem sich die Unternehmen wappnen sollten. Eine gute Nachricht gibt es aber dann doch. Was rettet die Verpflichteten? Und das ist der Meldeprozess. Also wenn er gut funktioniert. Denn im Gesetzgebungsverfahren wäre beinahe etwas passiert, was richtig dumm ausgegangen wäre. Man hat darüber gesprochen, dass man die Selbstanzeige, also die Straflosigkeit der Geldwäsche durch Selbstanzeige entfallen lassen würde. Aber das war wohl offenbar ein Redaktionsversehen. Also § 261 Absatz 8 sieht weiterhin vor, dass man eben nicht wegen Geldwäsche bestraft wird, wenn man eine Selbstanzeige macht. Und das Gute ist, dass die Verdachtsmeldung nach § 43 Geldwäschegesetz automatisch als Selbstanzeige gilt. So, und das bedeutet, wenn ich es schaffe, die Verdachtsmeldung rechtzeitig zu machen, wenn ich also Tatsachen, die darauf hindeuten, dass ein Vermögensgegenstand aus einer strafbaren Handlung stammt, die Vortat der Geldwäsche sein kann, unabhängig vom Wert, unverzüglich, vollständig und korrekt und nicht irreführend melde, dann bin ich raus aus der Geldwäsche. Und das zeigt auch, warum die Zahlungsverkehrsdienstleister eben jetzt sagen, ja, im Grunde muss ich bei jeder Rücklassschrift zur Sicherheit eine Verdachtsmeldung machen, weil dann bin ich raus. So, und damit sind wir im Grunde genommen durch. Das Gesetz ist am 5. März durch den Bundesrat durch. Das nächste, was passiert ist, dass das der Bundespräsident ausfertigt, dann wird es verkündet, dann tritt es in Kraft. Es ist also höchste Zeit zu handeln. Ich denke, es ist eigentlich relativ leicht auf den Punkt zu bringen. Die Unternehmen und ihre Mitarbeiter müssen mit Inkrafttreten des Gesetzes genauer und sensibler nach Anhaltspunkten für strafbare Handlungen ihrer Geschäftspartner schauen als bisher. Es geht nicht mehr nur um Mafia, Drogen oder sonst was. Es kann alles sein. Steuerhinterziehung, Verstoß gegen Umweltrecht, egal was. Um strafbare Handlungen überhaupt erkennen zu können, muss man Schulungen machen. Man braucht umfangreiche Einzelfallprüfungen und man muss die Risikoanalyse so anpassen, dass sie das alles auch sauber abbildet.
Ich glaube nicht, dass Banken oder Zahlungsverkehrsabwickler oder große Konzerne damit ein Problem haben. Die haben ihre Geldwäschebeauftragten, da sitzen 10 Leute, die sich mit nichts anderem beschäftigen. Als kleines oder mittleres Unternehmen würde ich aber schon mir die Frage stellen, ob ich das ohne externe Unterstützung wirklich machen will. Ja, und das war's dann jetzt für heute. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt ihm ein Like, abonniert den Kanal. Wenn ihr Fragen habt, sprecht mich gerne an. Und vielleicht bis zum nächsten Mal.